Download Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Attack. Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück auf dieser wunderschönen Insel. Und heute wird diese Insel nicht wirklich schöner, sondern wir machen heute unseren neuen Shop. Wir haben schon einen Shop und der läuft tatsächlich auch sehr gut. Ich habe ihn leider schon geplündert, ohne dass ihr dabei wart. Aber der liebe Kroko hat wieder ein bisschen geshoppt und in diesem Shop eingekauft, tatsächlich. Was mittlerweile schon ein bisschen eingebracht hat. Genau, hat sich, glaube ich, ein Netherstone gekauft und irgendjemand anders hat sich ein Ancient Debris gekauft hier oben, was sehr cool ist. Der Shop ist immer noch nicht so ganz fertig, to be honest, aber von außen ist sehr schön. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen schöner bauen. Heute bauen wir unseren neuen Shop, und zwar einen Schalker-Shop. Was hätte es anderes sein sollen? Wir haben ja die Schalker-Farm, wir haben unglaublich viele Schalker, wie gesagt, so 20 Stacks oder sowas um den Dreh mittlerweile. Wir haben in unserer Ender-Chest alleine schon so viele und in der Farm drüben sind auch noch mal richtig viele. Das heißt, wir kümmern uns heute um das Gebäude dafür. Vielleicht sogar schon um die Einrichtung, aber ich glaube primär um das Gebäude generell. Ein kleines Problem ist, wir müssen uns jetzt so einen Kredit aufnehmen für unseren Shop, beziehungsweise ja, nicht unbedingt einen Kredit, sondern ich sag mal, wir zahlen später. Sagen wir so. Also wir claimen das Grundstück, bauen den Shop, aber wir haben jetzt noch nicht so viel Geld, um uns das Grundstück überhaupt zu kaufen. Ich hoffe mal, das Ganze geht gut und wir können das nachzahlen. Deswegen haben wir letzte Folge die Eisenfarm gebaut, damit wir praktisch über die Eisenfarm genug Emeralds bekommen, um uns das neue Grundstück zu kaufen. Und Eisenfarm funktioniert richtig gut. Wenn ihr das sehen wollt, dann letzte Folge, ihr wisst Bescheid. Da geht ab. Und natürlich auch in der Folge nochmal auf Quick erwähnt, look at this. Mein Bad Lion Cape ist endlich draußen, Freunde. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Falls ihr Bad Lion benutzt oder falls ihr es zusätzlich haben wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht taugt es euch ja. Aber ansonsten holen wir uns jetzt ein paar Purpurblöcke. Wir haben ja super viel Choice Fruits, glücklicherweise. Und ich weiß nicht, was wir mit denen sonst machen sollen, außer Androids. Und dementsprechend habe ich die alle gepoppt. Wie Popcorn. Und die machen wir jetzt zu Purpurblöcken. Und mit denen werden wir die ganze Schalker bauen. Also es wird einfach, ja, obviously, so wie der Shopping District aufgebaut ist, einfach eine Schalker werden, die so halb geöffnet ist. Also nicht ganz, sondern nur so halb. Und den Kopf in der Mitte bauen wir, glaube ich, auch. Und dann machen wir da irgendwie Deko rein, wo wir eben die Schalker verkaufen. Also primär, glaube ich, Shares und ganze Boxen. Ich glaube, mehr als das ist nicht unbedingt geplant. Aber wir bereiten mal Materialien vor. Dann schauen wir Grundstück an und dann können wir anfangen zu bauen. Vor allem können wir jetzt Schalker benutzen, um die Sachen darin zu lagern. So smart. Alright. Freunde, ich glaube, wir haben genug. Ich will mal einen Schalker-Shop hier drüben hinbauen, damit wir da unseren Wooder-Shop haben und direkt daneben unseren Schalker-Shop. Ich glaube, das wäre sehr cool, wäre sehr cute. Die Frage ist, ob die Blöcke hier reichen. Es könnte actually knapp werden, kann ich mir vorstellen. Aber wir bereiten jetzt erstmal so eine 16x16 Fläche vor, wie wir das anknüpfen können. Ich glaube, wir gehen wirklich hier so hin. Vielleicht so, und dann können wir die hier wegmachen. Ich glaube, dann passt das relativ gut hier rein. Das wird dann eben erstmal die Grundfläche. Unser Shop wird 16x16, ich glaube 22x22 oder so darf man ursprünglich machen. Also das ist eigentlich die Größe eines normalen Grundstücks. Aber dann bereiten wir damit erstmal vor und dann kommt so ein bisschen das Detailing. 4 und das wird auch 16, ne? 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfekt. Und das füllen wir aus. Okay, Mini-Zwischenstand. Wir haben zwar schon ein bisschen mehr gemacht, aber die Fläche steht. 16 mal. Hä? Ich stand da die ganze Zeit direkt daneben. Wie kann denn da was spawnen? Ich stand legit genau neben denen. Was? Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt machen. Wir gehen gleich mal ganz kurz pennen. Aber ja, die Fläche steht und das hier. Es regnet, mal, man. Ich wollte es dir nur gesagt haben, damit du. Achso, wahrscheinlich regnet es bei ihm nicht. Genau, das ist der Unterteil. Das machen wir 4 Stück außenrum. Und dann kommt das eigentlich gespiegelt nochmal oben drüber, damit das der. Damit das oben ist. Und dann in die Mitte. Oh mein Gott. In die Mitte natürlich nochmal. Den Kopf der Schalker, dieses kleine Ding, was da noch chillt. Also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Mal gucken. Ich hoffe, vielleicht. Ich hätte richtig gerne Terrakotta verbaut, aber wir haben leider keinen Terrakotta bekommen. Deswegen ein bisschen doof. Aber wir schauen mal. Kriegen wir bestimmt schön. Nächstes Update, Freunde. Die erste Seite davon steht komplett. Detailing fehlt noch. Können wir auf jeden Fall noch machen. Irgendwie so ein bisschen mit Slabs oder Stairs da noch ein bisschen was reinmachen, damit es mehr Tiefe bekommt. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Sonst ist das Basic Design. Das copy-pasten wir jetzt einfach nur auf alle 4 Seiten einmal, damit wir schon eine größere Schalke haben. Und dann kommt der kleine Kopf in die Mitte. Aber ich glaube, overall ist das schon okay. Also es sieht aus wie eine Schalke, so ein bisschen, wie sie aufgeht. Genau, wenn man sich das hier so vorstellt. Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich könnte innen vielleicht sogar noch breiter.
Na, ich finde es eigentlich okay, so wie es jetzt ist. Wir ziehen jetzt erstmal hoch und dann gucken wir. Dann müssen wir wenigstens alles wieder umbauen und nicht nur die Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben. Let's go! Alright, Timelapse auch zu Ende, Freunde. Ich hoffe, ihr habt es enjoyed. So sieht unsere Box jetzt gerade aus. Es sieht auf jeden Fall nach einer Schalker-Chest aus. Und wie gesagt, ich glaube, wenn da noch so ein paar Details mit dazukommen, eben in der Box selbst und natürlich der Kopf, um den kümmern wir uns jetzt sofort. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz kurz ins End und schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Endstone holen. Wir haben nämlich nicht so viel. Wir haben irgendwie 20 Stück oder so insgesamt. Oder, ja, 30, aber auch das reicht halt niemals. Deswegen müssen wir das unbedingt noch machen. Ich würde hier noch ganz gerne das Ding eben richtig machen. Dann machen wir so. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Genau, und dann sind wir eigentlich fertig, ne? Nein, so close. Dann kommt jetzt noch der Kopf und danach kommt Deko in. Und Terrakotta oder so will ich auch unbedingt. Also Terrakotta muss dazu. Da führt kein Weg drumherum, leider. Auch wunderschöner Endstone ist am Start. Ich glaube, hier oben sind Monster gespawnt, oder? Ein paar Zombies. Da müssen wir auch noch ausleuchten. Ja, glaube ich, ganz gut. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, erstens die Mitte hiervon wieder zu finden. Wir haben eine doppelte Mitte, ne? Wir haben einen ganzen Chunk gebaut. Ach so, ich habe schon den Eingang gemacht. Jetzt würde ich den so sehen, würde ich den, glaube ich, noch ein bisschen höher machen wollen. Also vielleicht lieber so hoch. Dann ist er auch ein bisschen voluminöser. Hier kommen vielleicht, huch, den wollte ich nicht abbauen. Da kommen vielleicht ein paar, was ist das so? Könnte man schon machen, oder? Da kommen Blätter, glaube ich, noch mit drauf. Und sonst gehen wir jetzt hier hoch bis auf ungefähr die Mitte, dass wir hier halt Platz haben. Vielleicht ab hier. Und dann könnten wir hier zwei hier in die Richtung oder zwei in die Richtung und dann so. Und das Ding wird 6x6 groß. Vielleicht können wir ihn sogar ein bisschen größer machen. Aber mal schauen. 3, 4, 5, 6. Sieht irgendwie falsch aus. Ach so, weil ich auch zwei in die vordere Richtung muss. Zwei so, dann haben wir die zwei. Das ist die Mitte und dann die zwei und dann haben wir das hier. Alright. So, das ist schon sehr viel besser. Und das wird dann unser Kopf. Der ist, glaube ich, wirklich relativ klein bei einer Schalker. Das sieht, glaube ich, gut aus, ne? Vielleicht könnte der sogar noch runter, warte. 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt einfach mal auf ganz grob geguckt. Nee, ist perfekt. Holy shit, ich glaube, ist wirklich perfekt. Okay, warte. Oh, ich bin excited. Dann müssen wir uns mal ganz genau angucken, wie der normalerweise aussieht. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, perfekt. Also halt wirklich. Wenn wir da jetzt noch auch ein bisschen mehr mit anderen, also nicht nur normalen Endstones, sondern auch hier Walls oder sowas vielleicht benutzen. Oder den Endstone mit dazu. Und die Ecken vielleicht noch ein bisschen abschrägen oder so. Ey, ich glaube, dann ist wild. Dann sieht es sogar aus wie eine... Oh mein Gott, wir haben schon wieder eine Mobfalle gebaut. Dann sieht es sogar aus wie eine Schalker. Oh, der Shop wird noch was, Freunde. Let's go. Wir sind gerade in einem großen Zwiespalt. Und ich brauche eure Meinung, was das ganze Ding hier angeht. Wir werden es natürlich jetzt heute schon noch zu Ende bauen, aber vielleicht können wir später nochmal umbauen. Ich bin nicht zufrieden, wie offen der Shop aussieht. Also wenn wir jetzt in die Richtung hier gucken, okay, nur auf rechts fokussiert. Deswegen habe ich gedacht, das wäre ganz cool, wenn wir innen rein Purple Glass machen, damit wir einfach ein bisschen irgendwie halt noch ein bisschen mehr Interessantes haben zu gucken. Dadurch dann auch gleichzeitig wie so eine doppelte Wand, was wir jetzt hier gerade angefangen haben. Ich finde das bis jetzt schon cool, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt. So irgendwas... Irgendwas fehlt mir davon noch, you know? Ist noch nicht, ist noch keine so eine 10 von 10. Aber ich bin mir gerade selber auch noch nicht ganz sicher, wie man das wirklich cool machen könnte. Weil vorne würde ich es gerne ganz offen haben, damit man den Kopf gut sieht. Deswegen gibt es jetzt hier diesen weirden Übergang gerade nach oben. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung dazu da. Ob das gut aussieht oder eher nicht so. Oder zum Beispiel das doppelte Ding hier dann irgendwie ein bisschen doof ist. Mit der Umrandung, ob wir das vielleicht lieber wegmachen oder so. Oder clean nach unten abschneiden. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal das Glas komplett. Dann schauen wir noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das hier vielleicht einfach doof ist. Dass man das hier komplett runterzieht. Genau. Also auch wenn da keine offene Ding dahinter ist, sondern nur eine Wand. Dass das dann schon besser aussehen würde. Wenn wir das Glas hier drin haben. Aber wir machen das jetzt erstmal hinten komplett fertig. Schauen uns nochmal an, wie es aussieht. Und dann entscheiden wir nochmal. Ob wir vorne auch Glas hin machen, vorne kein Glas hin. Das ist dann auch nochmal so eine Deko-Sache, ne? Ja, okay, das sieht auch schon besser aus als davor, um echt zu sein.
Okay, wir bauen einfach mal. Mal gucken. Ich habe mich entschieden. Ich finde die Scheiben sehr cool. Sie sind komplett fertig. Ich habe jetzt noch neben Blöcken ab und zu Scheiben mit eingebaut. Und dadurch sieht das, glaube ich, sehr nice aus. Also gibt ihm ein bisschen mehr Tiefe. Ich hatte kurzzeitig die Idee, und vielleicht setzen wir das auch mal um, dass wir nicht nur generell so die ganzen, also nicht nur für den Shop jetzt, sondern generell wäre meine Interpretation einer Schalker so, dass sie so Schleimfäden zwischen sich zieht, während die sich öffnet. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn die Schalker so aufgeht, dass dann so eklige Schleimfäden, so lilane, schleimige, eklige, widerliche Dinger da sind, wenn die sich öffnen? Völlig voll geil. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Mal gucken. Aber so ungefähr sollte das dann hier auch sein. Trotzdem haben wir jetzt basically alles soweit, glaube ich, dafür bereit. Und ich bin zufrieden, wie die Schalker jetzt eigentlich aussieht. Rest ist eigentlich jetzt nur noch Deko. Vielleicht machen wir noch ein Projektil. Kein Plan, wo das genau hinkommt. Ich glaube, irgendwo so hier rechts über die Schalke oder so in der Art. Innen drin fehlt mir irgendwie noch ein bisschen was an der Decke. Not sure, was da hinkommt. Kein Plan. Also es fehlt auch noch auf dem Boden Terrakotta in der Theorie. Und sonst, ich weiß nicht, könnte man die vielleicht wie so Kronleuchter oder so machen? Aber, kommst du denn her, my man? Aber sonst finde ich schon ganz cool, wie die Schalke jetzt gerade aussieht, oder? Also, ich bin zufrieden. Ansonsten würde ich sagen, Projektil. Mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, wie sieht so ein Schalker-Projektil aus? White Stained Glass und Endstone oder so? Es ist ein neuer Tag, Freunde, aber immer noch dieselbe Folge. Wir haben noch ein bisschen weiter gebaut an unserem Schalker-Shop und der nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben unsere Schalker-Bullet nochmal anders gemacht. Wir haben jetzt schon die Trail hier vorüber, dass sie auch 90 Grad Kurven hat. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie wir das Ganze einrichten wollen. Das heißt, perfekt, er ist gewachsen. Oh, wie gut. Wir züchten gerade eine Trollsroot, so wie wir die praktisch haben wollen, damit sie in die richtige Richtung wächst und expandet. Haben wir hier und genau das gleiche machen wir auch dort. Wir haben ein kleines Mini-Jump'n'Run auf dieser Seite hier, über das wir praktisch hochhüpfen können. Da kommt man einmal hier außen rum und dann kommt man hier oben rein. Ich weiß noch nicht genau, was da drin ist. Wenn ihr eine Idee habt, was wir hier in den Kopf machen können, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht wird es irgendwie einen Rabattcode oder so, den es hier gibt. Oder es steht einfach nur, hey, GZ, du hast das Ding gewonnen oder so. Ich glaube, ich fände so einen Rabattcode oder so ganz cool. Oder so, dass wenn man das geschafft hat, dass man eine Schalker-Chest umsonst bekommt oder sowas in der Art. Fände ich, glaube ich, ganz nice. Und sonst haben wir hier die beiden Kisten für Schalker-Chests und Schalker-Shells. Und jetzt wollen wir ein bisschen Dekoration machen. Da haben wir gerade schon angefangen. Wir brauchen dafür aber ein paar Player-Heads. Ich habe mir da schon was rausgesucht. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich ein paar Mal selber töten. Das machen wir mit einem Bogen. Und dementsprechend, ich glaube, wir machen unser Bett dann irgendwo hier hin. Wechseln wir einfach den Skin, töten uns ein paar Mal selber und dann haben wir auf ganz entspannte Art und Weise unsere ganzen Köpfe, die wir brauchen, um praktisch da drin Deko zu machen. Das ist primär ein Gateway, Bedrock, ein Portal, eine Schalker Bullet, sowas in Art. Aber das sehen wir gleich, nachdem wir das erste Mal gestorben sind. Okay, erste Armorstone Creation ist fertig. Das ist unser Endgateway. Er ist ein bisschen schmaler als normal, also ein bisschen gesquischter, weil ich ihn nicht ganz so hoch haben wollte. Könnten wir theoretisch noch ändern. Aber ansonsten findet er, glaube ich, echt gut rein. Er sieht auch sehr aus wie ein Endgateway so. Also bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, was ihn angeht. Er ist halt einfach nur Deko, ne? Und dafür, glaube ich, wie gesagt, ganz in Ordnung. Wir haben jetzt noch unsere Schalker-Sachen. Das heißt, einmal die Projektile und einmal die generellen Schalker. Ich glaube, wir machen dann hier hinten vielleicht so einen kleinen Haufen an Schalker-Boxen hin, die hier einfach chillen. Und dann eben den Rest jetzt nochmal mit den Chorus Fruits. Ich würde ganz gerne aus unserem Purpose Stained Glass irgendwie, na, so ein bisschen abstrakt irgendwas machen. Irgendwie sowas in der Art hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Aber dass wir da praktisch, wie so kleine Kristalle oder sowas in der Art machen. Ich kann mir das ganz cool vorstellen. Gerade wenn da dann auch irgendwie noch Endrods mit im Spiel sind. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann auf ganz hübsch hinbekommen. Aber ich glaube, sowas in der Art ist schon ganz cool vielleicht. Oder? Dann sieht das auch aus, wird irgendwie so das von oben hier mit runterkommen. Es fehlt noch ein bisschen Detailing, aber das kriegen wir definitiv auch noch hin. Und für oben brauchen wir, also für in den Kopf brauchen wir auf jeden Fall auch noch was rein. Sonst machen wir jetzt einen kleinen Schalkerhaufen und züchten die Chorus Fruits weiter.
Und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, was unseren Shop angeht. Preise brauchen wir noch für die Schalker. Das müssen wir auch unbedingt noch machen. Ey, lasst mir da gerne in den Kommentaren eure Preisvorschläge für da, wie teuer wir die machen sollen. Also wie teuer soll eine Box sein und wie teuer sollen zwei Shells sein? Das wäre noch sehr wichtig zu wissen. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Na, gucken. Ist auf jeden Fall eine wertvolle Ressource normalerweise. Guten Tag, Mr. Zombie-Man. Freunde, Obacht. Absoluter Master-Builder-Minecraft-Trick, den ich euch jetzt zeige. Sehr wichtig, kommt in der Prüfung dran, ist prüfungsrelevant. Also mitschreiben und selbst im besten Fall dann auch irgendwann machen. Wir brauchen jetzt erstmal einen Block, dass wir ein bisschen weiter runtergehen können. Der ist einfach nur, damit unser Wasser gleich nicht die ganze Zeit Pipi-Puff macht. Machen wir die hier wieder weg. Jetzt schnappen wir uns das Water und jetzt machen wir hier drüben, ich weiß nicht genau wohin, vielleicht hier wäre ganz cool auch noch mit dazu. Könnte zumindest sein. Jetzt machen wir hier Slabs drauf. Die Slabs waterloggen wir. Mit im besten Fall überall Wasser. So und so. Hier ist scheinbar schon. Nicht ganz sicher. Ging auf jeden Fall nicht. Und jetzt schnappen wir uns Korallen. Die haben wir uns gerade geholt in einem Ocean-Biom. Darauf kann man nämlich, passt auf, es ist crazy, zack, Korallen anbauen. Ist das nicht wild? Und die trocknen dann nicht aus, weil sie praktisch Wasser an ihrem Block haben. Boom! Und können wir, glaube ich, echt cool benutzen, um hier sowas zu machen. Wir können ihn natürlich nicht nur auf Endstone machen, sondern wir könnten jetzt zum Beispiel auch eben das Ding hier zum Slab machen und den waterloggen. Ich werde nur nicht, dass das Wasser unten rausläuft, deswegen müssen wir das im besten Fall unten überall wegmachen. Aber sonst könnten wir sowas machen und dann einfach so ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr, ne, in unseren Shop mit einbringen. Echt geil, glaube ich. Und es ist halt so unauffällig, bis auf das Wasser, das dann unten rausfliegt. Aber sonst echt wild. Wir haben noch ein paar Büsche und sowas mit dabei. Charles Fruit wächst. Wir sind so ein bisschen der Bonsai-Meister hier gerade, wie ich die Sachen aufbaue. Und dann haben wir, glaube ich, echt langsam aber sicher eine gute Richtung. Ich glaube, wir sind fertig mit unserem Shop. Von außen, bis auf das die Blumen hier manchmal. Wenn jemand weiß, warum die Blumen von diesem Weißen auf diesen komischen Punkt übergehen, I don't know why. Aber was ich machen kann, damit das nicht passiert, lasst es mich gerne wissen. Ich würde es gerne anders haben. Sonst finde ich den Shop richtig, richtig geil. Gerade irgendwie so von der Perspektive. Mit dem Grün, mit dem Weiß hier oben und mit der Blume. Voll geil. Innen drin hat sich auch noch mal ein bisschen verändert. Bin ich gerade relativ zufrieden mit. Wir haben jetzt den Boni unten, wir haben diese Korallen mit dazu. Und ich habe die Chest zu Barris geändert. Der jetzige Preis, und wie gesagt, da brauche ich eure Meinung unten. Wir haben die Shells für 20 Emeralds. Also eine Shell kostet 20 Emeralds, also 40 insgesamt. Und eine Box kostet 48. Aber der Gigatrick davon, wir haben praktisch immer nur Schalkerboxen auf Lager. Oder wir haben sehr viele Schalkerboxen auf Lager, aber nur sehr, sehr wenig Schalker-Shares, sodass man im Zweifel auch die Boxen kaufen muss. Übersmart. Ja, dann haben wir so zwei kleine Männchen, die halt sitzen, die praktisch die Sachen verkaufen sollen. Das Jump'n'Run nach oben, da weiß ich immer noch nicht ganz, was reinkommt in den Kopf. Müssen wir mal schauen. Aber sonst bin ich, glaube ich, echt zufrieden von den Sachen, die wir jetzt gerade haben. Also Shop steht, die Deko steht eigentlich. Ein bisschen mehr können wir auf jeden Fall noch machen. Aber pretty much sind wir damit jetzt dann. Wir können jetzt auffüllen und dann mal gucken, was in das Easter Egg reinkommt und ob er irgendwie Umsatz machen wird. Hoffentlich. Werden wir sehen. Aber das beim nächsten Mal. Peace.